Herzlich willkommen zum Online-Gartentipp. Berechtigt zählen die Hortensien zu den beliebtesten Ziergehölzen der Vorarlberger Gärtner. Hortensien blühen tatsächlich von Ende Juni bis zum Frost. Es gibt allerdings einiges zu beachten. Wiederholt werde ich gefragt, werden Hortensien im Herbst zurückgeschnitten? Nun, man muss differenzieren. Die Bauernhortensie, die sogenannte Hydrangea macrophylla, werden vielleicht oben diese Blüten knapp darunter abgeschnitten. Warum nicht tiefer? Weil darunter befinden sich bereits die Knospen für das nächste Jahr. Wenn Sie diese Triebe abschneiden, bringen Sie den Strauch um den Blütenflor des kommenden Jahres. Allerdings entfernen dürfen Sie abgeknickte, abgestorbene, schlecht belaubte oder blühfaule Triebe. Die sogenannte Rispenhortensie, die können Sie tatsächlich zurückschneiden. Die wird sogar natürlich noch vitaler, weil sie hat ein festes Zellgewebe und sie blüht auf einjährigen Trieben, während die sogenannte Bauernhortensie auf zweijährigen Trieben blüht. Also, man muss differenzieren zwischen Rispenhortensie und der sogenannten Bauernhortensie. Und es gibt noch eine Hortensie, die sogenannte Annabella. Diese Blüten dürfen Sie tatsächlich oder die Triebe bis am Boden abschneiden. Sie gewinnt dadurch mehr an Kraft, an Vitalität und an Triebhaftigkeit. Und noch etwas. Vergessen Sie bitte nicht, spät im Herbst die Hortensien ausreichend mit einem guten Dünger zu versorgen. Warum? Die Pflanzen fangen an im Frühling zum Treiben, wenn wir Menschen es oft noch gar nicht feststellen. Und dann stehen die Nährstoffe rechtzeitig zur Verfügung. Also nicht erst im April, Mai düngen, sondern im Spätherbst auf dem gefrorenen Boden. Also ich wünsche Ihnen mit Hortensien viel Erfolg.